Während ihre Klassenkameraden zum Spielen direkt mit Freunden nach Hause gehen oder sich zu Geburtstagspartys verabreden, marschiert die junge Nura allein zurück. Sie darf das alles nicht, ihre Mutter verbietet es. Und das ist erst der Anfang. Jahrelang steht Nura immer wieder zwischen den Stühlen. Will sie cool sein mit ihrer Mama oder ihren eigenen Weg gehen? Warum müssen Frauen Kopftücher tragen? Warum müssen sie sich um den Haushalt kümmern? Und warum dürfen Männer mehrere Frauen haben? Alles Fragen, die sich Nura als junges Mädchen aus religiösem Haushalt irgendwann stellt, schreibt sie in ihrer Autobiografie. Denn viele islamische Regeln und Bräuche findet sie unfair. Doch ihre alleinerziehende Mutter kann keine zufriedenstellenden Antworten geben. Stattdessen wird Nura gelobt, wenn sie den Älteren nicht widerspricht und einfach macht, was sie ihr sagen. Bei Freundinnen übernachten, mit Mädchen und Jungen spielen, so lange draußen bleiben, wie sie möchte, gehört nicht dazu. Wie gesagt, alles Dinge, die die anderen Kinder scheinbar dürfen, sie aber nicht. Mit der Zeit entwickelt Nura Strategien, um ein wenig Freiheit zu gewinnen. Doch fragt sie sich nach einer Weile zurecht, warum bin ausgerechnet ich diejenige, die dafür kämpfen muss? Dass sie sich zu der Zeit gerade am Beginn der Pubertät befindet, tut wahrscheinlich sein Übriges. Nura wird wütend. Also verändert sie allmählich ihr Äußeres, hört laute Metal-Musik und widersetzt sich immer mehr den Regeln, die man ihr zu Hause auferlegt. Ich war in dieser Zeit eine richtige Punkertante, erinnert sie sich in ihrem Buch. Eine Rebellin, die sich nichts mehr vorschreiben lassen und ihr eigenes Ding machen will. Und so beschließt sie, zusammen mit einer Freundin von zu Hause abzuhauen. Keine Vorschriften mehr, kein Stress mehr mit ihrer Mama, das klingt verlockend. Funktioniert aber nur für kurze Zeit, bis sie nämlich von der Polizei aufgesammelt werden. Eine Strafe fürs Abhauen ist in Deutschland gesetzlich nicht vorgesehen, doch in der Konsequenz kommt es zum Gespräch beim Jugendamt. Nura und ihre Mutter reden kein Wort miteinander, eine Sozialarbeiterin versucht zu vermitteln. Nura checkt, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt und bestätigt: Nach Hause will ich nicht mehr. Schlussendlich darf Nura also ins betreute Wohnen für Jugendliche ziehen. Eine Einrichtung vom Staat, in der sie zwar ohne ihre Mutter, dafür aber mit jeder Menge Gleichaltrigen lebt. Für viele ist das eigentlich wie eine heftige Bestrafung. Nura hingegen fühlt sich hier wohl. Doch nach einer Weile ist die gute Laune wie weggeblasen, erzählt Nura in ihrer vor kurzem veröffentlichten Lebensgeschichte. Denn all ihre Probleme muss sie mit sich selbst ausmachen. Es gibt niemanden, den sie um Rat fragen kann. Zwar ist ihre Mutter immer wieder zu sogenannten Hilfeplangesprächen eingeladen, nimmt aber nur selten dran teil. Bisher hatte sich Nura nichts sehnlicher gewünscht, als endlich frei zu sein, und jetzt fehlt ihr auf einmal die Familie um sich herum? Warum konnte sie nicht beides haben? Sie selbst fasst zusammen: Das unbeschwerte Leben, das ich bis dahin die meiste Zeit geführt hatte, war irgendwie vorbei. Auch als sie ein paar Jahre später in ihre erste eigene Wohnung ziehen darf, weil sie jetzt volljährig ist, kann sie sich nicht wirklich freuen. Denn Nura fühlt sich noch immer unglücklich und orientierungslos. Ich hatte keine wirkliche Ahnung, wie es mit meinem Leben weitergehen sollte. Und mit der Zeit wurde es immer schlimmer. Nura war im Alltag nämlich phasenweise sehr traurig, fühlte sich alleingelassen und unwichtig, nahm die Welt in einem dunklen Schleier wahr. Heute weiß sie, dass sie Depressionen hatte und mit dem Ritzen anfing, weil sie irgendwie hoffte, auf diese Weise die Aufmerksamkeit und das Verständnis ihrer Mutter zu bekommen. Leider vergebens. Abgesehen davon erlebt sie viele weitere für sie unerträgliche Dinge in ihrem Wohnort Wuppertal. Ständig von Bekannten beobachtet werden, die über sie und ihre Angelegenheiten tratschen. Ein Freund, der sie mit ihrer besten Freundin betrügt, Geschwister, von denen sie sich mehr Rückhalt gewünscht hätte. Nura hat mal wieder die Schnauze voll und haut ab. Weltoffen, liberal und unkompliziert sei man nur in Berlin, hatte sie gehört. Ihr Ziel steht somit fest. Und tatsächlich,
Die neue Umgebung gefällt ihr von Tag 1. Berlin, eine Stadt, in der sie selbst sein kann, und zwar ohne dabei schief angeglotzt zu werden. Ein Ort, an dem man sie einfach so akzeptiert, wie sie ist. Nura fühlt sich richtig gut. Hier hatte ich keinen Ruf mehr, sondern konnte mir einen eigenen Namen machen. Das tut sie vor allem, indem sie ihr Leben genießt, ständig Party macht und dabei viele Leute kennenlernt. Das Geld ist knapp und reicht meist nur für Miete, Essen, Klamotten und ein wenig Gras. Doch Nura ist endlich glücklich. Und was nun passiert, ist vielen Fans bereits bekannt. Nura schließt sich der Elektro-Punk-Band The Toten Crackhuren im Kofferraum und dem Berliner Kneipenchor an. Sie sammelt erste Live-Erfahrung und lernt zu dieser Zeit auch Juju kennen, mit der sie wenig später das weibliche Rap-Duo Sixten gründen wird. Außerdem beginnt sie eine Ausbildung zur Sozialassistentin, macht Praktika in Jugendzentren, arbeitet als Barkeeperin und Türsteherin in verschiedenen Kneipen und Clubs. Insgesamt hat Nura eine gute Zeit, erinnert sie sich. Jahre vergehen in Berlin, in denen sich Nura zwar weiterentwickelt, ihr Verhältnis zur Familie bessert sich jedoch kaum. Erst 2015, mit der Geburt ihrer Nichte und kurz darauf dem Tod ihres Großvaters, nähern sich Mutter und Tochter langsam wieder an. Es scheint, als hätten sie nach all den Jahren der Trennung dazugelernt und könnten jetzt mehr Verständnis füreinander aufbringen. Warten, bis einer von beiden nachgibt und sich nur für den jeweils anderen ändert, scheint nicht der richtige Weg zu sein. Nura sagt, wir wollen einander nicht mehr verändern, sondern haben verstanden, dass uns beiden nicht damit geholfen wäre, wenn wir uns dem jeweils anderen anpassen würden. Und das ist wirklich eine schöne Erkenntnis. Wie war? Das war jetzt natürlich nur ein sehr kleiner Teil von dem, was Nura selbst über ihre Vergangenheit erzählt. Weitere Aspekte gibt es hier. Und eine andere spannende Kurzbiografie ist hier ebenfalls verlinkt. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograf.